Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder und ihr seht schon die Karte. Wir haben uns nämlich gerade ein Stückchen weiter bewegt, weil wir euch überflüssige Wege ersparen möchten. Und wir haben Quinn wieder mit dabei. Ja, auf jeden Fall. Hallo, Und Quinny. Steffi und ich, wir waren noch gar nicht fertig, Marlene. Das ist mir egal. Ich möchte jetzt diese letzte Folge für heute zu Ende spielen. Und wir haben uns gerade Wirklichkeit möchte überlegt, Marlene ins Bett. genau, weil ich ein Buch weiterlesen möchte. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Spielplatz. Keiner hat Bock Schlaf zu muss. spielen. Warum spielen wir Weil eigentlich? ich schon Lust habe, Ich hab aber Bock. wer ist er hier? Guck mal, hier, da steht Wer ist nämlich das einer. Hausmeister. Mr. Dougal. Der sagt, ihr Bastard, ihr habt die Rallyes demoliert. Okay, mehr sagt er nicht. Okay, Bei uns sagt hier er gar nichts. steht auch noch Bei einer. mir jedenfalls. Ja, das musst du nicht Du immer wärst ja noch gerade passiert. betonen. Hast du nie bemerkt, dass mich die Neger nicht besonders mögen? Okay. Und sonst noch irgendwas? Wieso steht sie da im Anstoßkreis? Weil sie Neger? Stand da vielleicht. eben Neger? Da stand eben Neger, ja. Sie Oh, möchte oh ja. angestoßen werden. Ich weiß, dass Sie es auf möchte die angestupst innere werden? Schönheit ankommt, aber ich bin auch außen schön. Wie Unterricht bei ist Facebook. purer Zeitverlust. Wer braucht denn schon Verstand, wenn er hübsch aussieht? Richtig. Da ist was Wahres Und dran. sonst ist hier nichts. Dann Nur, gehen wir dass sie mal nicht hübsch aussieht. woanders hin. Dann gucken wir uns doch mal auf dem Sportplatz Dann werfe ich um. mal ein paar Körbe hier so lang. Genau, mach das mal. Genau. Was ist denn hier das? Warte, da liegt doch irgendwas. Yeah, wir haben noch eine Hamsterkarte gefunden. Viele Jo! dachten, er sei ein Mythos, doch dann hat man ihn als Meerschweinchen enttarnt. Es ist nicht sonderlich schön, also so 4 von 10 Punkten, brutal schon etwas mehr und er hat, naja, so mäßigen Appetit. Und besondere Ich Bewegungen finde ihn ist süß. Schneesturm, okay. Ich Sieht finde fett ihn aus, voll ey. süß. Ja. Das ist fast Quatsch. So, gibt's hier Der noch ist irgendwas? süß. Mmh, schön Mein. knusprig braten, schmeckt bestimmt gut. Oh, Oh hier stehen auch nein. noch ganz viele Leute rum. Komm, mit denen reden wir mal. Das ist Mr. Arschloch. Yeah! Heißt er so? Der heißt, hier steht Mr. Namens Arschloch. Programm, ne? Ich möchte, dass du dich so anstrengst, bis du mit Rotze heulst. Naja, besser noch als mit Scheiße zu heulen. Okay. Kotz ja mal Und der schön hier? uns. Fußball! Fußball! Wenn du nicht schlagen kannst, gib doch mindestens eine Kopfnuss. Okay. Okay, Der sieht mir so aus, wie wenn er viele Kopfnüsse schon kassiert hätte. Ja, oh, Ja, guck ne? mal hier, Muss in ein einem Beutel schönes unter sein, wenn man Michael Blumenbeet. da. Oh, wie schade, da kann Hab ich mir nicht auch hin. gerade gefragt. Das ist die Gießkanne. Achso. Was für eine hübsche Gießkanne. Die nehmen wir uns mit, komm. Wir haben eine Gießkanne bekommen. Toll. Dann blas Ja, mal, mach ob der einen auf. rum. Hier ist noch ein McDougalls Schuppen. Okay, da kommen wir nicht rein. Können wir hier Blümchen pflücken? Sieht, im Schuppen sind die Zombies. Und wir riechen mal an den Blumen. Und was passiert? Nee. Wird doch kein Gott, was bist du Mädchen. für ein Emo am Blumen riechen? Sie sind nicht nur Echt, schön, sondern sie riechen auch gut. Okay. Wollen wir mal in den Schuppen gehen? Jetzt möchtest du bestimmt noch raus, abtrennen und dann seiner Mutter Nein, nach hier ist Hause ein bringen. neuer Brief. Ein neuer Brief steht zur Verfügung. Aber, da stand das nämlich eben oben. Aber, Okay. wie komme ich denn Wer da hat an? Neuer geschrieben? Brief? Warte mal. Excel muss ich mal eben gucken. Extra. Oh, jetzt hängt aber derbe, hey. Wir sind bestimmt schon eine Minute hinterher. Ja, glaube ich auch. Riech Bei mir steht mal an der 3,50. Rose Mission geschafft. Ja, bei mir Okay. 3,40. Ich hink Das noch labern wir hin. schon. Oh Gott. Jetzt 4. So, nach einer kurzen Pause haben wir jetzt auch endlich den Brief gefunden. Und was sagt er uns? Jetzt an allen Schul-PCs verfügbar. Hä? Errungenschaften? Vielleicht musst du dann den Schul-PC und den anderen irgendwie aufrufen, den Brief. Das kann natürlich Wahrscheinlich. sein. Okay. Auf den Vielleicht können wir das ja mal würde. machen. Okay. Wir machen eine. Nee, warte, ich kann, das ist doch blödsinnig. Ich kann doch, habe ich doch eben gesehen, auf die Karte. Ich muss ja nicht unnötig rum. Guck mal, hier dürfen wir jetzt auch überall hin. Warte mal, der Schul-PC ist hier bei den
irgendwo hier. Physics, Moment. Hast du nur den einen PC, ist ja auch blöd. Saffron, jetzt finde ich den auch gerade wieder nicht. Der ganzen Schule nur einen PC. Das muss die Waldorfschule sein, du. Boah, was bist du fies. Physics, Art, Music. Oh Gott. Vielleicht deine Bibliothek, keine Ahnung. Ach so, aber wir können da nicht draufklicken, einfach und dann dahin gehen. Ach so, nee. Kein Beam. Kein Beaming. Ah, das ist ja schade. Okay, dann zurück. Gut. Und wir setzen... Was ist das X, die Hauptmission? Nee. Wo, ist keine Ahnung. So, dann... Das ist auf der Karte, das rote X, meinst du? Das ist da, wo wir uns gerade sind. Das kann natürlich sein. Mit dem haben wir schon gesprochen. Egal. Du, da hast du wahrscheinlich recht. Denke auch, dass es die Hauptmission sind. Hier, hinten, ne? Dann lass uns nochmal, denn da ist das rote X genau. Okay, na dann ist es doch viel einfacher. Dann müssen wir mal da hinten hin. Steht da noch jemand? Und schon Geiberschuss. Ja! Ja, X marks the spot. Guck mal, hier steht doch einer. So. Unser Emo. Xerxes. Ach, ja. Ey, du willst nur die Welt der Sterblichen verlassen, deinen Körper ablegen und dich der Macht des allmächtigen Gottes der Gothen Energar fügen. Auf jeden. Dann habe ich eine Aufgabe für dich, du Sklave. Wir sehen uns am Campus nach dem Sonnenuntergang. Wow. Nach Mitternacht. Jetzt. Was hat er vor? Hab ich auch gerade gedacht. Ja, jetzt werden wir es hören, wenn ihr mal aufhört zu reden. Immer mittendrin. Hallo, ich bin verwundert, dass du mir helfen willst. Na, und was willst du machen? Ich möchte, dass du eine äußerst wichtige Mission erfüllst. Ich will, dass du dich ins Lehrerzimmer schleichst und die Info über die Lehrer besorgst. Da muss ein Schrank mit Akten stehen, weißt du? Ich würde es ja selber machen, aber ich muss doch viele Dinge vorbereiten. Wozu brauchst du, obwohl, egal, in die Schule einzubrechen ist doch cool. Gut, und jetzt geh. Okay, also wir müssen ins Lehrerzimmer. Schön. Ich würde sagen, ich guck mal auf die Karte, wo das ist. Genau. Lehrerzimmer, ob das Private Study ist, da, hier. Hier, wo das X ist, ne? Ja, schätze ich auch. Denke ich auch. Also zum Haupteingang rein und dann nach rechts hoffentlich und dann nach oben. Wir schauen mal. Okay, alles klar. Cool. Ich denke, das Kreuz bedeutet immer Teil der Mission. Das denke ich auch. Ja, da hast du recht. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Okay. Mir auch nicht. Erst seit Quinn das gesagt hat. Genau, so gucken wir mal. Es hatte also doch einen Nutzen, ihn reinzuziehen. Yeah! Das hat immer einen Nutzen, wenn Quinn dabei ist. Also wirklich, Steffi. Ich denke, was hat sie nicht böse gemeint. Ich kommentiere das jetzt nicht. Wir müssen in die Schule einbrechen. Ach, nee. Ja. Na los, dann renn da. Kann ich böse sein? Ja, das ist zu. Es ist zu. Tritt die Tür einfach ein. Das kann ich genau, nicht. Genau, mach einen auf Rambo. Oder vielleicht, wer weiß. Oder Chuck Norris. Vielleicht geht das. Die Handkante, genau. Die Türen sind geschlossen. Es muss noch einen Eingang geben. Ja, steht hier auch. Assembly Hall. Da. Okay. Dann gehen wir mal. Ja, und wie komme ich da hin? Da kann ich gar nicht hin. Klick auf die Fläche, wo du hingehen willst. Das ging doch nicht, ne? Oh. Nee. Wie komme ich da jetzt hin? Nee. Jetzt bin ich am Sportfeld. Da ist doch, hier ist doch das X, ne? Ja. Aber jetzt ist es farblos, warum? Ja, das weiß ich auch nicht. War doch vorhin auch farblos. Nee, war rot, oder? Das war ein anderes X. Okay. Das war ja, so und hier ist aber wahrscheinlich genau das, wo wir reinkommen. Aber
Ich habe keinen Plan, warte mal, ich schleiche mich nochmal hier lang. Und wo geht's dann hier? Können wir, was ist im Korb? Ein gefalteter Brief. Den nehmen wir mit. Ah ja. Genau. Sehr geehrter Michael, mein Kind, heute geht es mir besser als einige Jahre nach dem Umzug nach New York. Ich habe dich nicht oft gesehen. Ich hoffe, dass du mich besuchen wirst und wir zusammen zu der Feier, auf welcher ich für meine Wohltätigkeit das einzig wertvolle im Was ist denn das für ein Text? Das einzig wertvolle im Leben sind die Kinder. Sie sind wertvoller als je Macht und jedes Geld der Welt. Du bist mein Schatz. Das erinnert mich sehr an das Tageshoroskop, was Schein der Slummy vorgelesen hat. Yo. Das ist genau so ein Schrott. Nicht mal, dass Schein es vorgelesen hat, aber das Horoskop war total grammatikalisch verhunzt. Obwohl ich in deinem eigenen Interesse deine Mutter mit deiner Bildung und Erziehung beauftragt habe, hoffe ich, dass du weißt, wie sehr ich dich vermisse und auf uns auf ein Treffen, welches Harmonie in unser Leben bringt. Ja, wie auch immer. Vielleicht kannst du deine Mutter überreden, mitzukommen und wir werden als eine Familie an der Feier teilnehmen. In jedem Fall bleibe ich dein dich liebender Vater, Michael Corleone Senior. Oh, wir haben alle Mafioso in unseren Reihen. Boah, das ist aber ein voll dreckiger Zettel. Da hat bestimmt jemand drüber gepinkelt. Mit Sicherheit. Er ist an Michael adressiert. Man muss es ihm zurückgeben. Okay, Brief und an Michael Corleone Junior gab es auch in South Park übrigens. Ja, oh, ich glaube, das ist auch so ein South Park-Spiel. Ja. Aber wie komme ich denn jetzt in diese scheiß Halle, ihr Lieben? Wisst ihr was? Das besprechen wir in der nächsten Folge. Und wenn wir dann das geschafft haben, an diese Halle zu kommen, dann melden wir uns bei euch wieder. Bis dann. Bleibt dran. Genau. Show. Tschüss. Tschüss.